Hey und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Full House Challenge. Und wir stehen hier mit ihm, dem Claudio. Oh, Darcy. Oder stehen ist jetzt auch ein bisschen anders gesagt. Auf jeden Fall sitzt er. Der Timme. Der Timme ist unterwegs. Geil. Jeder Raum braucht eigentlich so ein Ding. Aber das wäre dann auch ein bisschen zu übertrieben. Eigentlich, ehrlich gesagt. Steht sie in Unterwäsche? Sag mal, ist dir das nicht peinlich? Sie steht hier in Unterwäsche und beschwert sich, dass es dreckig ist. Oder sitzt in Unterwäsche, besser gesagt. Oh, riecht das hier gut. Okay, hier liegt dreckige Wäsche auf dem Boden. Überall ist Müll, sie beschwert sich. Aber es riecht hier gut. Das ist die Hauptsache. So, ich würde sagen, du nimmst jetzt mal eine nachdenkliche Dusche. 4 Lieder schreiben, da geht's nämlich schon los. Wir müssen nämlich gucken, dass wir deine Klavierfähigkeit vielleicht mal hochkriegen. Wann musst du eigentlich zur Arbeit? In 2 Tagen. Ja, dann ist ja easy, dann haben wir ja Zeit. So, unser Garten ist auf jeden Fall gegossen. Erforschen. Wir können Blumen erforschen. Das ist ja mal ein Ding, sie mit ihren ganzen Tantiemen hier, ey. Okay. Aber dann, nein, spiel da mal lieber nicht drin, weil dann wirst du dreckig. Das machen wir heute Abend. Wenn bei dir heute Abend ist. Aber jetzt darfst du erstmal in deinem Kifferzimmer einen Jingle schreiben. Du darfst üben. Er fühlt sich okay wegen der Kleidung. Wollte gerade sagen, was ist jetzt los, aber er spielt nur Klavier. Und da kommt er. Sie ist hier voll erfolgreiche Autorin gefühlt und dann kommt er. So, jetzt müssen wir sie aber noch fleißig arbeiten lassen. Das Geile ist, im Laubhaufen spielen. Das können wir schon mal hier festpinnen. Ein Instrument spielen, na, das tust du ja gerade. Gruppenversammlung einberufen. Ja, das fängt ja gut an. Also die Fähigkeit, die wird ins Unermessliche gesteigert mit seinem Tempo. Nicht. Liegt hier dreckiges Geschirr rum? Ein angebissener Hotdog, oh geil. Da kann er jetzt hingehen und das sogar noch essen. Das ist ja auch immer sehr geil. Sieht auch sehr nett hier aus. Das Haus sieht zwar ein bisschen alt aus und so, aber hey. Das hier bringt mich auf so eine Idee, dass man hier so mit 2 Familien spielen könnte. Dass eine Familie in diesem Haus wohnt und eine in diesem Haus, also in diesem Teil vom Haus. Das wäre meine Idee. Ich habe mir noch nie diese Häuser hier mal vernünftig angeguckt, fällt mir so auf. Okay. Dann darfst du jetzt auch fleißig arbeiten. Boah, ich muss das mal machen. Ey, ich hab da jetzt voll Bock drauf. Am besten auch dieses Haus hier. Dann baue ich mir das um. Dann hat man hier einen Eingang und hier einen Eingang oder so. Das wäre schon echt geil. Dann bekommen die beide Kinder und so. Und mit dem Nachbarshauskind. Ja, schon eine Idee. Ist dann zwar dieselbe Adresse und nicht mit A und B oder so, aber nein, das ist nicht komisch. Kannst du jetzt nicht mal schneller deine Fähigkeit da steigern, Mensch?
Wie sollen wir denn ein Lied schreiben, wenn du hier einfach nichts geschissen bekommst, mein Freund? Gitarre auf 6. Die könnten wir auch nochmal erhöhen, die Gitarre. So, Digga. Zur Inspiration zupfen. Das machen wir jetzt mal. Auch wenn du über gebrochene Herzen nachdenkst, ist jetzt traurig. Einsam, jetzt stell dich mal nicht so an. Du hast doch deine Musik hier. Jetzt mit Absicht so traurige Melodien? Wird auch cool, dass dieses Pedal hier durch die Wand geht übrigens. Das fällt mir jetzt erst auf. Musik ist schon interessant, was die so spielen. Müsste deine Gitarre da jetzt nicht mal ein bisschen besser werden, mein Freund? Digga. Üben. Er ist den ganzen Tag in seinem Zimmer und macht Musik, ey. Okay, ich sag mal nichts dazu, weil es auch Menschen gibt, die den ganzen Tag im Zimmer sitzen und zocken. Selbstinspiration. Redliche Riffs. Moment. Moment, warum kommt die da rein? Tür abschließen für jeden außer Claudio. Okay. Dann hat sie sich einfach über das Spieldings hinweggesetzt, weil die anderen sind auch noch so abgeschlossen eigentlich, weil sonst könnte man sie nicht aufschließen. Habe ich jetzt fleißig arbeiten geschickt? Ich glaube schon. Nee, sie noch nicht. Aber sie, ja, okay. Mal schauen, ob das was wird mit Karriere Level 10 und diesem Dings hier erfüllen. Berufspianist. Er ist Berufspianist und spielt Gitarre. Okay, jetzt darfst du im Laubhaufen spielen. Dann suchen wir dir mal einen. Wir nehmen den hier im nahegelegenen Park spielen. Dann komm mal her, mein Lieber. Vielleicht kommt er richtig enthusiastisch angelaufen. Oh, ich darf im Laubhaufen spielen. Oh, toll. Richtig obvious. Oh, geil. Eigentlich müsste er so richtig eintauchen, ne? Das sieht so aus, als ob der irgendwie so ein Voodoo-Zeug vollführt und hier gleich sonst was aufersteht. Dann zündest du ihn an. Mit Brennspiritus auch noch. Doch bestimmt nicht Brandstiftung oder so, nein. Kannst du den hier noch ankurbeln? Verbrennen. Wir stecken jetzt hier das Laub an. So, verbrennen. Geil. Warum brennt das denn noch nicht? Sag mal, kannst du überhaupt irgendwas? Ah, jetzt brennt's. Dafür, dass das Ding jetzt hier schon gefühlt eine Stunde brennt, sehen die Blätter noch sehr frisch aus. Spielen.
Jetzt beschwört er irgendwas drauf. Oder wie sieht das Spielen aus? Er steht einfach nur rum, okay. Aber es ist weggebrannt. Das ist schon mal nicht schlecht. So, dann darfst du jetzt aber nach Hause gehen. Und mal die Toilette verwenden. Und irgendwas essen. Essen ist keine schlechte Idee. Haben wir denn noch was hier? Natürlich haben wir nichts da. Dann musst du erst was kochen. Kannst gleich mal Abendessen servieren, damit deine Mitgenossen hier nicht verhungern. Sämige Muschelsuppe. Lecker. Wir machen italienische Fleischbällchen, würde ich sagen. Und das klingt doch gut. Aber so langsam kriege ich auch Hunger. Ich habe überlegt, gleich noch das Jahreszeiten-Gameplay aufzunehmen, damit ich zumindest Sims-Sachen habe. Und Path of Exile wollte ich noch aufnehmen. Ich wollte Witcher und Kingdom Hearts eigentlich auch echt mal fortführen. Aber das Problem ist, habe ich jetzt so ein paar Dinge angefangen und ja. Jetzt kommt man irgendwie nicht dazu. Ja, Mann. Schön Scherben in der Suppe. Von den Fleischbällchen. Es wird ein besonders glasiger Geschmack. Sie mit ihrem Wellnesskleid hier, ey. Die edlen Fleischbällchen. Du kannst ja nebenbei mit Damien reden. Über Interessen reden. Tag verschönern. Über Träume reden. Über kalte Temperaturen reden. Ist es denn kalt? Es ist kalt, das ist ja geil. Es ist kalt und er sitzt hier mit Badehose. Ist auch ein bisschen gruselig, wenn jemand extra aufsteht und sich so nebeneinstellt. Von Essen schwärmen, das passt, ey. Guck dir seine Wampe an, er schwärmt erstmal vom Essen. Auf jeden Fall ist es auch ziemlich komisch, wenn jemand aufsteht, sich so neben einen stellt, um dann mit einem zu reden. Und sich dann wieder hinzusetzen. Sag mal, warum hast du dich eigentlich gerade hingestellt? Och, das weiß ich auch nicht. Switch doch nicht auf den, Mensch. Okay, wir können ja Claire voll quatschen. Schwedische Massage. Nee, besser nicht. Von Ideen erzählen, Kompliment machen, wenn wir schon mal dabei sind. Über Lieblingsband reden, er ist ja so ein Musiker. Tiefgründige Unterhaltung. Ja, Mann. Mit dem Kiffer neben dir, der schon stinkt, mit dem kannst du keine tiefgründige Unterhaltung führen, das musst du mit Claire machen. Die sich die Haare grün gefärbt hat. Und man kann ihn nicht unter den Rock gucken, das finde ich schade. Es gibt bestimmt so eine Mod, wo das hier nicht so ist. Da kommt Sarah jetzt in den Kommentaren. Ja, natürlich gibt es einen nackten Mod. Ist er größer geworden? Nein. In Sims 3 gab es echt so einen Stein, der ist dann irgendwann größer geworden und hat seinen Wert irgendwie von 100 auf 30.000 wachsen lassen, wenn man das so nennen kann. Das war richtig geil. Als ich das habe ich auch nur durch Zufall herausgefunden, weil ich dem Sohn der Familie so ein Ding in ein Zimmer gestellt hatte, weil der, also der war Werwolf und der wollte dann die, warte mal, man kann mit den Blättern was machen? Blätter rächen. Cool. Weil der Sohn wollte auf jeden Fall irgendwie so Steine sammeln, hatte ich mir so im Gameplay überlegt, also so wie ich das gespielt hatte. Und dann durch Zufall war der auf einmal nicht mehr, also das war so ein kleiner, nicht so einer, ne? Und dann war der auf einmal doppelt so groß wie dieses Ding, was hier auf dem Tisch steht, ne? Und ich so, Alter, was ist das denn, ne? Und dann habe ich den halt auch so anvisiert gehabt, ne? Um den umzustellen und ich sehe
30.000 oder so. Und es war eine Familie, wo ich ohne Cheat spiele. Und dann habe ich erstmal ganz viele von den Steinen gesammelt. Und dann waren die richtig reich am Ende. Das war richtig geil. Das war auch ein richtig schönes Haus, fand ich, was ich denen da gebaut hatte. Ich wollte das platzmäßig so ein bisschen, also das Haus von diesem Werwolf oder von den Werwölfen, so ein bisschen wohnwagenmäßig machen, dass die nur so eine Hausecke hier hatten und dann halt über 3 Stockwerke hatten die das gebaut. Das sah schon irgendwie geil aus. Das hatte richtig was. So, jetzt wo dein Tag ergiebig war, darfst du dich schlafen legen. Vorher noch das Monster unter dem Bett einsprühen, damit es den armen kleinen Claudio nicht unter das Bett zieht oder so. Er ist hier der größte Geile von allen, ne? Was für ein Typ, Alter. Und wir können erst am Ende der Rotation der aktuellen, weil er steht ja am Ende, wir haben jetzt mit Victor angefangen. Und bei Damien können wir ja das dann erst später machen. Ich finde seine Dreads irgendwie auch cool. Wobei sie ihm ja auch gestanden hätten, so ein Kiffer. Aber ich fand diese Frisur für so einen Musiker-Kiffer irgendwie besser. Und er ist so der Gamer-Kiffer da hinten. Ach ja. Oh, dieser Rechner, ne? Kann Claire das nicht einfach reparieren? Ich glaube, wir könnten mal Wäsche waschen. Das können wir jetzt ja als nächstes mal angehen. Bei einem Haushalt mit 8 Sims fällt bestimmt eine Menge Wäsche an. Oh, Lilly hat Level 10 der Kochfähigkeit erreicht. Dann haben wir mit ihr ja auch schon mal Level 10 Hobby abgeschlossen. Ist ja schon mal nicht schlecht. Das mit dem Beruf wird noch interessant, dass wir das hochkriegen. Und das hier noch schaffen. Harmonisch. Der Gute ist harmonisch. An Hitze gewöhnt. Ah, das sind jetzt aber neue Sachen auch, ne? Fällt mir gerade so auf. Schlafersatz. Großartiger Erzähler. Wasserfest. Wasserfeste Sims werden im Regen nicht nass. Auch nicht schlecht, ne? Sturmjäger. Lieben Stürme und furchteinflößende Wetterbedingungen. So, den Herd- und Grillprofi gab's. Eisfest. Kalte Temperaturen haben keine negativen Auswirkungen auf eisfeste Sims, denn sie lieben die Kälte. Genügsam. Ein genügsamer Sim hat für seinen Haushalt niedrige Rechnungen zu zahlen. Warte mal, gibt es dieses kostenlose Rechnungen nicht? Also keine Rechnungen nicht mehr? Hitzefest. Das ist auch nicht schlecht, ne? Unglaublich freundlich, aber das kennen wir ja schon. Selten müde. Ah, das kennen wir aber, glaube ich, auch schon. Geldbaum. Ein Geldbaum. Sehr geil. Für immer satt. Niemals erschöpft. Ich frage mich, ob das auch für Vampire gilt. Für immer frisch. Braucht niemanden. Der einsame Genosse. Ja, schlaf dich mal aus, Digga. Wobei, nein, du stehst jetzt mal auf, darfst du Inspiration klimpern und dann üben. Weil du noch ein höheres Level mit deinem Piano da erreichen musst, um aufzusteigen in der Karriere. Was macht sie da? Sie hat Geld durch die Wand ge- Oh Gott. Gut, ich sage dazu nichts. Aber wir müssen jetzt auch auf Lucien wechseln. Aber wir sind auch schon am Ende. Und da sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben.
Und damit schauend bis zum nächsten Part.